Hey, schön euch zu sehen. Ich bin Cassandra und heute geht es um den Sportunterricht als Aufgabe der Sportdidaktik. Kommt mal mit! Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Das ist Lisa. Lisa ist Sportstudentin an der Universität Münster und Professor Neuber geht gerade in seiner Vorlesung Fachdidaktische Konzepte auf die Definitionen von Unterricht und Sportunterricht ein. Wir haben ja bereits besprochen, dass Didaktik als Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens bzw. als die Wissenschaft von Unterricht und Unterrichten bezeichnet werden kann. Wenn wir diese grundlegende Definition aus der allgemeinen Didaktik auf unser Fach übertragen, ist analog dazu die Sportdidaktik dann die Wissenschaft von Sportunterricht und Sportunterrichten. Sportdidaktik bezieht sich im Ursprung auf den Sportunterricht und zu diesem Feld existieren umfangreiche Arbeiten. Eine spezielle und ausgereifte Sportdidaktik für den außerschulischen Bereich, zum Beispiel für den Sportverein oder den kommerziellen Sektor, existiert bislang nur in Ansätzen. Die sportdidaktischen Theorien aus dem Schulkontext sind aber weitgehend übertragbar und können als Hilfestellung zum Beispiel für das Lehren und Lernen in Ganztagsangeboten, im Sportverein oder in der Kita genutzt werden. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Unterricht bzw. Sportunterricht ist also Aufgabe der Didaktik bzw. Sportdidaktik. Verstehe ich das richtig? Ja, genau. Die Sportdidaktik beschäftigt sich mit der Theorie als auch mit der Praxis des Sportunterrichts. Wir sollten nun schauen, was wir unter Sportunterricht verstehen. Dazu ist es hilfreich, sich Unterricht und Unterrichten als zwei wesentliche Grundbegriffe der Didaktik näher anzuschauen. Eine einheitliche Definition von Unterricht existiert nicht. Je nach Definition werden unterschiedliche Merkmale fokussiert. Die Schulpädagogen Young und Meyer definieren Unterricht als die gezielte Planung, Durchführung und Auswertung von Lehr-Lernprozessen in den Schulfächern. Mit dieser Definition stellen sie die zentralen Entscheidungsdimensionen von Unterricht in den Vordergrund und damit den Dreischritt von Planung, Durchführung und Auswertung. Dabei wird von einer grundlegenden Struktur des Unterrichts ausgegangen. Dieser immer wiederkehrende strukturell vorgesehene Zyklus von Planung, Durchführung und Auswertung ist grundlegend für jeden reflektierten Unterricht und sollte in der Praxis beherzigt werden. Unterricht in der Schule folgt damit bestimmten Zielen, die in den Rahmenlehrplänen mit einem gewissen Spielraum vorgegeben sind. Damit unterscheidet sich ein Sportunterricht zum Beispiel radikal von Animationen in der Freizeit, wo meistens vordergründig der Spaß im Fokus steht. Verstehe. Was ist dann Unterrichten im Gegensatz zum Unterricht? Nach Helsper und Käufer ist das Unterrichten eine Grundform institutionalisierten pädagogischen Handelns, die an die Vermittlung eines Inhalts gebunden ist, den der Lehrende beherrscht und so vermitteln soll, dass er von Lernenden, die ihn noch nicht begreifen, gelernt werden kann. Unterricht bezieht sich damit eher auf die Strukturen des Lehrens und Lernens, zumindest nach Young und Meyer. Unterrichten bezieht sich dagegen eher auf den Prozess, also die Umsetzung des Unterrichts. Wir könnten resümieren, dass Unterrichten ein spezifischer Teilbereich des Unterrichts ist, welcher ausschließlich die professionelle Tätigkeit des Lehrenden betrachtet. Das ist ja spannend. In diesen Definitionen sehen wir die zentralen Elemente von Didaktik und Methodik wieder, die wir schon besprochen haben. Ziel und Inhalt als Aspekte von Didaktik im engen Sinn, sowie Methoden als Aspekt der Methodik. Sehr gut aufgepasst und erkannt. Respekt. Ich will aber nochmal auf einen weiteren Aspekt aufmerksam machen. In dieser klassischen Definition von Unterrichten wird davon ausgegangen, dass der Lehrende alle Inhalte selbst beherrscht. Bezogen auf den Sportunterricht würde dies bedeuten, dass die Sportlehrkraft unter anderem alle sportmotorischen Fertigkeiten, die thematisiert werden, selbst vormachen kann. Schön wäre es, wenn Sie als Sportlehrkraft die Lerninhalte selbst beherrschen. Das Entscheidende ist jedoch, dass Sie sich die entsprechende Sachkompetenz dazu aneignen und die entsprechende Bewegung, Spiel oder Sportform mit einer entsprechenden Methodenkompetenz vermitteln können. Im Sportstudium absolvieren Sie keine Ausbildung zum Spitzensportler bzw. Spitzensportlerin, sondern eine Ausbildung zum pädagogisch wirkenden Ausbilder bzw. zur Ausbilderin. Inzwischen existieren eine Unmenge an Bewegungs-, Spiel- und Sportformen. Denken Sie zum Beispiel an die ganzen Trendsportarten. Da ist es unmöglich, alles selbst zu beherrschen. In solchen Situationen können Sie die Expertise der sogenannten SchülerexpertInnen nutzen und gemeinsam mit ihnen die Bewegungs-, Spiel- und Sporttrends aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen aufgreifen.
Befreien Sie sich von der Illusion, insbesondere im Sport, alles beherrschen und eventuell sogar vormachen zu können. Selbst wenn Sie dies jetzt können, wird es Ihnen im höheren Alter schwerfallen. Schützen Sie sich selbst und nutzen Sie das Potenzial sowie die Kompetenzen Ihrer SchülerInnen. Dann werden alle von Ihrem Unterricht profitieren. Schülerinnen und Schüler können etwas Aktuelles aus ihrer Lebenswelt lernen und die SchülerexpertInnen lernen, vor der Gruppe zu stehen und erwerben somit weitreichende Kompetenzen. Zusätzlich erfahren Sie eine extra Portion Anerkennung im Sportunterricht. Nicht zuletzt profitieren Sie als Lehrkraft auch davon und können selbst etwas dazulernen. Die Verantwortung für die didaktisch-methodische Inszenierung und Unterstützung der SchülerexpertInnen haben natürlich weiterhin Sie als Lehrkraft. Sie sind schließlich die ExpertInnen für Didaktik und Methodik. Danke für den Hinweis. Die Definition von Sportunterricht und Sportunterrichten können wir doch dann bestimmt aus den allgemeinen Definitionen von Unterricht und Unterrichten ableiten, oder? Das ist ein cleverer Gedanke. Versuchen Sie es doch mal. Ja, gerne. Analog dazu müsste Sportunterricht die gezielte Planung, Durchführung und Auswertung von Lehr-Lernprozessen im Medium von Bewegung, Spiel und Sport in der Institution Schule sein. Sportunterrichten ist dann die professionelle pädagogische Tätigkeit von Sportlehrkräften, die auf die Initiierung von Lehr-Lernprozessen im Medium Bewegung, Spiel und Sport abzielt. Sehr gut. Das war im Grunde genommen auch die Zusammenfassung und liefert die Antwort auf die Frage, womit wir uns in der Sportdidaktik beschäftigen. Nun seid ihr an der Reihe. Definiert Sportunterricht sowie Sportunterrichten und beschreibt den zentralen Unterschied zwischen diesen beiden Definitionen. Viel Freude und Erfolg!